Tja, dann hätten wir wohl alles, oder fällt Ihnen noch was ein? Werner, wir müssen uns noch für einen Tauschspruch entscheiden. Ach ja, stimmt. Ich hätte da zwei in der engeren Auswahl. Es war ein Unfall und das wird die Polizei genauso sehen. Warum können wir sie dann denn nicht aus dem Spiel lassen? Weil wir verantwortlich sind für den Tod deines Mannes. Und die Sache der Polizei oder Staatsanwaltschaft ist festzustellen, ob wir verantwortlich sind oder nicht. Oh, Doris, Liebling. Also so jung sind wir nicht mehr. Das ist so ein Spruch für ganz junge Brautleute. Pfarrer Winkersen, sind Sie noch bei uns? Entschuldigen Sie. Nee, geht heute nicht. Ich fühle mich heute nicht sehr wohl. Aber nicht, dass Sie uns noch krank werden und die Hochzeit ausfallen muss. Keine Sorge, so schlimm ist das nicht. So? Wäre nicht das erste Mal, dass bei meiner Hochzeit etwas schief geht. Also ich habe da noch Matthäus Kapitel 19, Vers 6. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Mir fällt etwas Passenderes ein. Petrus Kapitel 4, Vers 8. Am Ende habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Ja, das ist doch ein passender Brautspruch, hm? Ich meine, wir haben doch schon beide einiges auf dem Kerbholz. Also, ich weiß ja nicht. Ich will doch sehr hoffen, dass wir in unserer Ehe keinen Grund haben werden, eine Menge Sünden zuzudecken. Na ja, so ist es ja auch nicht gemeint, oder? Natürlich nicht. Es geht vielmehr um einen Neuanfang, um das Abschütteln alter Verfehlungen. Aber ich bin sicher, dass Frau von Norden schon verstanden hat, wie dieser Spruch gemeint ist. Was fällt dir ein, solche Anspielungen vor Werner zu machen? Ich denke einfach, dass du nicht mit diesem dunklen Fleck in deiner Vergangenheit in heiligen Bund der Ehe eingehen solltest. Was passiert ist, ist passiert. Man kann es nicht mehr ungeschehen machen. Doris, du kennst meine Ansicht. Du solltest einem zukünftigen Mann die Wahrheit sagen. Bist du denn noch bei Trost? Glaubst du etwa, er würde mich dann noch heiraten? Nachdem ich ihm eine schaurige Geschichte über Ehebruch und Totschlag erzählt habe? Und was wird dann aus dir, wenn ich die Wahrheit sage? Denn immerhin bist du doch derjenige, der meinen Ex-Mann auf dem Gewissen hat. Ich bin mir meiner Schuld bewusst. Ich habe mich nur durch mein Schweigen schuldig gemacht, um dich zu schützen. Als ob du nur für mich geschwiegen hättest. Was willst du denn damit sagen? Dass du durchaus vom Tode deines Ex-Mannes profitiert hast. Du hast ihn auf dem Gewissen. Es war ein Unfall. Wie willst du denn das heute noch beweisen nach all den Jahren? Vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht will ich mich ja doch der Polizei stellen. Mein Gott, wem soll denn das heute noch nützen? Doris, es geht ja nicht darum, wem was nützt. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich habe wirklich genug gelitten für meine Taten. Du hast dein neues Leben als Priester. Und ich will nun den kirchlichen Segen für mein neues Leben. Und wenn du mir den nicht geben willst, wirst du mich erst richtig kennenlernen. Also, reiß dich zusammen. Darf ich fragen, was Sie da machen? Oh, hallo, Sie sind's. Die Pflanzen hier stehen nicht richtig und haben schon gejammert. Die Kalla hat fast einen Sonnenstich bekommen. Sie steht in der Südseite in der prallen Sonne und braucht aber unbedingt Halbschatten. Und die Canna Indica muss unbedingt an der frischen Luft stehen. Ich stelle die Pflanzen so um, dass die Licht- und Schattenverhältnisse im Gewächshaus optimal genutzt werden. Und woher kennen Sie sich mit Pflanzen so gut aus? Ich bin ausgebildete Gärtnerin. Und hier hat wohl seit längerem kein richtiger Gärtner mehr nach dem Rechten gesehen. Ja, unser Gärtner ist gerade auf Urlaub. Aber irgendjemand muss sich doch um die Pflanzen kümmern, während er nicht da ist. Hin und wieder schaue ich nach dem Rechten. Ich wollte Sie nicht kritisieren. Nein, schon gut. Ich hatte wenig Zeit zuletzt. Dabei sind Sie durchaus eine Expertin. Naja, was die Rosen angeht vielleicht. Die sind wunderschön. Danke. Ein kleines Hobby von mir. Und Sie haben tatsächlich schon als Gärtnerin gearbeitet? Im Gartencenter meines Verlobten. Ex-Verlobten. Was meinen Sie? Wir könnten uns doch gemeinsam um die Pflanzen kümmern, solange Ihr Gärtner nicht da ist. Ich denke nicht, dass wir eine neue Gärtnerin brauchen.
Unser alter Gärtner geht bald in Rente. Und das Mädchen ist voller Eifer bei der Sache. Wo hast du sie überhaupt aufgegabelt? Sie ist Julius' Nichte. Ach so. Sie wurde von ihrem Verlobten praktisch am Traualtar stehen gelassen. Und jetzt? Dachtest du, mit deiner karitativen Ader können wir immer schnell einen Job geben. Ja, und wieso reagierst du da so allergisch? Also ein König am Fürstenhof reicht mir eigentlich. Kira König kann wirklich was. Ja? So wie dein Julius? Von allem etwas und nichts richtig? Jetzt hör doch auf. Gut genug, um für dich den Trauzeugen zu spielen, ist er anscheinend. Hm? Ja, schon gut. Aber bloß, weil sie seine Nichte ist? Die macht einen sehr sympathischen und zuverlässigen Eindruck. Außerdem hat sie ausgezeichnete Referenzen und das dürfte vor allem dir gefallen, sehr bescheidene Gehaltsvorstellung. Also ich würde sie auch einstellen, wenn sie nicht Julius' Nichte wäre. Und außerdem, ja? Hat Julius noch einen Gefallen bei dir gut dafür, dass er dein Trauzeuge wird? Oder hat er da etwas falsch verstanden? Ist ja gut. Sollst deine Gärtnerin haben. Danke. Du weißt ja immer noch, wie du mich rumkriegen kannst. Das habe ich alles von dir gelernt.